Let's play some games, weil Zocken geil ist. Willkommen in Final Fantasy XIV mit Kalla, dem Hermetiker. Wir haben in der letzten Folge einen Instanzkampf geschafft, einen Storykampf, den bösen Magier, den wir schon aus den Anfangsvisionen kannten, besiegt und sollen uns jetzt hier wieder bei Rayna melden, der mit Sicherheit wissen möchte, was passiert ist. Denn ich habe dort ein Ablenkungsmanöver vereitelt. Ja. Und dann schauen wir mal, wie das hier alles weitergeht. Yeah, sie kommen alle. Der Kleine. Ich finde es auch cool, dass sie alle wirklich runtergucken zu mir, weil es gibt ja nur verschiedene Größen von Charakteren, dass das also wirklich darauf auch abgestimmt ist. Trägt echt zum Feeling auch dazu. Aber nun hast du so eine beeindruckende Leistung bei dem Vorfall mit der Victory gezeigt, ganz zu schweigen mit dem Kampf. Du bist ganz oben auf der Liste der verdienstvollen Personen. Ja, gib mir mal einen Orden. Der Admiral. Oh, okay. Schauen wir mal. Ein Elfen, ne? Eine Elfin. Uiui. Admiral Blufiswyn. Ah, das ist er dann. Der Dicke. Oder? Das ist ein Galka-Name. Du bist also der Abenteurer, von dem mir berichtet wurde. Ich bin Merlwe Blufiswyn. Okay. Admiral des Mahlstroms. Sie doch. Okay. Ach, das ist eine Galka-Dame. Im Namen von ganz Limsalominsa danke ich dir. Ich nehme den Dank entgegen. Meine Güte. Nicht so tief einatmen, nicht die Brust so weit rausstrecken. Mal locker bleiben. Hier, nimm das als Belohnung für deine Hilfe. Schließlich lebt niemand von Luft und Ehre allein. Exakt. Sondern wir leben von Loot. Baderon und Kommandant Rayna haben mir alles über deine Heldentaten erzählt, die du seit deiner Ankunft in Limsa begangen hast. Und? Bitte leiste uns bei dem kommenden Festessen Gesellschaft. Aber nur, wenn du da nicht auch so langgezogen Reden hältst. Schließlich hast du die finsteren Machenschaften der Sahagin unterbunden. Ja. Das muss gefeiert werden. Hooray! 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 Also, wir sehen uns beim Festessen. Ich erwarte mindestens sowas wie bei Obelix, ja? Ehrengast werden wir kaum anfangen können und einige der Piraten werden ziemlich mürrisch, wenn sie zu lange aufs Essen warten müssen. Der Knieknicks, wenn sie salutieren, meine Güte. Fehlt nur noch das Zusammenklatschen der Schuhsohlen. So, was gab's denn da? Ein limsischer Ring. Der leider schlechter ist, als was ich habe. Okay. Was kann der? Präzision und Stichresistenz. Keine Ahnung. Muckwidat. Gamaschenschuhe, Stufe 1? Was soll denn das? Ein paar Galaschenschuhe, die Baderon, der Besitzer der Schenke, überreicht hat. Ja, das ist von Anfang. Dass du eine Einladung für das Bankett bekommen hast, ist nicht schlecht für einen gewöhnlichen Abenteurer. Ich bin kein gewöhnlicher Abenteurer. Auch für uns ist es selbstverständlich, zu einem festlichen Bankett eingeladen zu werden. Ich brauche immer noch eine Uniform oder sowas. Hm.
Danke, danke. Das Bankett ist eine gute Gelegenheit für dich, neue Bekanntschaften zu schließen. Vitamin B geht's ja immer im Leben. Sprich mal mit Daron, der hat ein überraschendes gutes Gespür für alle Fragen der richtigen Etikette. Na löt. Inzwischen weiß ich auch, wo Burderon ist. Da brauche ich mich da jetzt nicht groß mehr umgucken. Also, zack, zack. Auf in die Kneipe. Nachdem wir in der letzten Folge eigentlich sehr kampflastig haben, ist diese Folge hier wohl mehr das gesellschaftliche Leben. Was ich noch vermisse, ich möchte endlich den Luftschiffpass haben, damit ich hier in anderen Städten kann. So ein Pipi, dass das jetzt bald kommt, denn das geht wohl nur über die Questline, die ich ein bisschen vernachlässigt hatte. Also holen wir das jetzt auf. Alle Achtung, eine Ehre. Ja, er kann sich noch erinnern, wie ich das erste Mal hier reinspaziert bin. Vor genau 17 Leveln. Wusstest du, dass Essen aus dem Bismarck angeliefert wird? Aha, beste Restaurant in ganz Erzähler. Ich weiß, habe ich selber schon gekocht. So, was will er denn jetzt? Es fehlt ein entscheidender Akzent, ja. Ich soll Jasmin besuchen. Aber vergiss nicht, hier nochmal vorbeizuschauen. Ich möchte sehen, was sie aus dir gemacht hat. Okay. Und wo ist die? Wo ist die da? Am Eteritenplatz. Okay. Hey. Dann gehen wir zum Eteritenplatz. Inzwischen kenne ich auch so ein bisschen die Wege und Abkürzungen. Macht das dann doch sehr viel einfacher. Was bin ich hier am Anfang rumgestolpert? So, hier muss sie irgendwo sein. Da. Baderon schickt dich, damit ich aus dir einen echten Edelmann mache. Ich bin ein echter Edelmann. Ja. Garderobe, ja, das ist das Problem, genau. Meine Haare haben nicht zufällig das gleiche Rot wie meine Kleidung. Schick mich, wa? Mhm. Nimm diese Kiste. Was sich darin befindet, warst du? Ich will dich nicht auf die Folter spannen. Du sollst sie im Badesein von Baderon öffnen. Ah. Ja, dann mache ich hier Botengänge. Er hätte ja auch einfach jemanden schicken können, oder? Hey, Orientierung? Da. Ups, so. Ja, dann lass mal einen Frack raushängen oder sowas. Mal sehen. Da hast du die Kiste. Tada! Ein paar Gamaschenschuhe. Geht's noch? Ja, meine Freude steht mir aufs Gesicht, ich glaub's. Mit den Schuhen wirst du auf dem Backgang eine glänzende Figur abgeben. Ich hätte ja lieber so einen Anzug oder sowas. Was soll ich denn damit? Ah, die werde ich wohl anziehen müssen. Muss ich die jetzt echt anziehen? Na komm, dann gib her. So. Mal eben gucken. Kann man was sehen? Kann man was sehen? Yay! Hey! So, und dann auf zum Bankett. Wo auch immer das ist. Da, Bankett des Admirals. Okay. Das ist direkt unter mir, ne? Dann nehmen wir mal hier raus. Ich will zum Fest. Schön schnabulieren. Also wie ich das hier kenne, gibt es
bestimmt wieder irgendwas, was passiert. Mal sehen. Festliche Schuhe. Ja, ja. Ein Abenteurer mit festlichen Schuhen. Das nehme ich mal, welche. Ihr habt das ist alles Schuhfetischisten hier. Gibt's ja gar nicht. Yeah, Party. Party. Was sind das hier? Irgendwie Gala-Uniformen oder was? So. Da kommt der große Auftritt. Jo. Hat die eben geflirtet? Hier steht ein Held, der sein Herzblut für Limsa Lominsa gegeben hat. Ach, Lominsa. Ich sag mal Lomisa oder sowas. Lominsa. Limsa Lominsa. Limlin ihn segnen und sicher durch jeden Sturm lotsen. Na du? Die tätowierten Piraten, denen du begegnet bist, nennen sich die plündernden Schlangen. Sie bestehen aus Halsabschneidern und Verrückten, die sich mit Leib und Seele dem Primae Leviathan verschrieben haben. Primär? Okay, dem Primal heißt das eigentlich. Na gut. Sie vergrößern ihre Reihen, indem sie arme Seelen entführen, die ihnen nachts über den Weg laufen und sie dann zur Gefolgschaft zwingen. Leviathan war, glaube ich, das Erdelementar, so großer. Wie tief unsere Feindschaft ja. In Sahagin geht. Wie sich ein Seemann diesen Fischbestien und ihrem Gott anschließen kann, ist unbegreiflich. Zum Glück konntest du ihr abartiges Treiben unterbinden. Dank dir können die Limser wieder ungestört über die Planken torkeln, ohne von fischigen Klauen ins Meer gezogen zu werden. Und alles, was du kriegtest, war ein paar komische alte Gemaschen. Was leuchtet da? Ja. Tada! Ist das etwa ein Lichtkristall? Den habe ich damals in der Höhle gefunden. Unglaublich! Ladies? Nach dem Kampf gegen die Gubu hast du doch von einem großen Kristall geredet, oder? Yep. Ihr Licht leitet ihn. Ja, Yestola hat vermutlich recht. Du wurdest von einer höheren Kraft gesegnet. Hört, hört. Das, was du in deiner Vision gesehen hast, könnte der Urkristall, die Seele des Planeten Heidelin gewesen sein. Wenn er dich erwählt hat, dann könnte das Schicksal Eoseas von deinen Taten abhängen. Und den tausenden anderen Abenteurern, die das auch haben. Kennst du die Geschichte? Vor der Katastrophe gab es Helden aus fremden Landen, die todesmutig gegen die übermächtigen Primae kämpften. Ah, jetzt wird's langsam interessant. Es geht halt um diese Primals, ne? Als gegründet wurde, schlossen sie sich uns an, um das Galäische Kaiserreich zurückzuschlagen. In der Schlacht von Cartenau zogen sie mit uns gegen die Gallier zu Felde, um Eoseas Freiheit zu verteidigen. Doch auf dem Höhepunkt der Schlacht verschwand. Okay. Jeder, der das Blutbad überlebt hat, erinnert sich mit Stolz daran, an ihrer Seite gekämpft zu haben. Doch niemand weiß, was aus ihnen geworden ist. Und ihre Namen können wir nicht richtig fassen, als würden sie sich unseren Gedanken entziehen. Wenn wir uns ihre Gesichter in Erinnerung rufen wollen, sehen wir nur schattige Umrisse vor einem hellen, blendenden Licht. Das geht jedem so, der sie kannte. Und deswegen werden die Helden von damals Krieger des Lichts genannt. Mhm, hat ein bisschen was Engelsartiges, ne? Irgendwie erinnerst du mich an sie. Oh. Pass gut auf den Kristall auf.
Ja. Warum Heidelin ihn dir gegeben hat, wird sie dir sicher noch offenbaren. Vertraue ihr und lass dich von ihrer Stimme leiten. Oh, und da gibt's wieder mal. Okay. Nicht gut. Das ist der Mond, wo Bahamut drin eingeschlossen ist. Legionäre, nach vorne! Der Sieg gehört dem, der zuerst danach greift. Krieger von Uldar, zeigt eure Stärke! Verflucht! Die linke Flanke verliert an Kraft. Die Barracudas müssen nachrücken. Die Kerntruppen müssen die Position halten. Um jeden Preis. Die gelben Schlangen sind in Bedrängnis. Schnell, schickt ihnen die weißen Wölfe zu Hilfe. Sind das die Admirale der drei großen Städte? Hm? Wir können die Abenteurer nicht im Stich lassen. Nicht, wo sie so großen Mut beweisen. Ah, und da stand er. Aber den habe ich doch vermöbelt. Was ist los, Kani? Es ist... Verdammt! Nicht nachlassen! Von einem lauen Lüftchen wie diesem werden wir nicht weichen! Irgendwas ist dort drüben. Der hat ja schon immer versucht, mich auch irgendwie auszuhebeln. Und ich glaube auch nicht, dass ich den besiegt habe, sondern nur geschwächt. Irgendwas. Kauban an die Blutgeschworenen! Was ist da los? Ach, um die Funksprüche? Was ist da los? Jackis, melde dich! Jackis! General Roman, hier geht nichts mehr! Wir müssen weg! Die Flammen sind überall! Antworte! Jackis! Clovis War! Ihr Götter! Wofür wollt ihr uns bestrafen? Ja, da sind dann nur die Götter schuld, ne? Zu den Barracudas? Nichts, Admiral. Die Kontaktperle ist tot. Werden alle ausgemerzt. Was ist mit unseren Kämpfern? Auch nichts. Uiuiui. Keine Antwort, ehrwürdige Saatseherin. Eine dunkle Präsenz scheint den Empfang zu stören. Versuch es weiter. Wir müssen sie erreichen. Jawohl. Admiral. General, es ist aus. Wir müssen den Befehl zum Rückzug geben. Admiral, General, wer war denn der Höchste? Oder sind das verschiedene? Achso, nee, ich glaube, General ist von Landtruppen und Admiral ist von Seetruppen normalerweise, ne? Es ist zu spät, um einfach nach dem Sieg zu greifen. Diese Schlacht wird keinen Sieger kennen, das wisst ihr. Wir opfern unschuldige Leben. Seht die Abenteurer, die kämpfen, obwohl sie kein Eid an uns bindet. Lasst sie gehen. Wenn jemand bei Louisois bleiben soll, dann wir.
Befehl an alle Einheiten des Mahlstroms. Sofortiger Rückzug. Ich wiederhole. Alle Einheiten zurückziehen. Gebt der Abenteurerinfanterie den Vorrang. Die Haupttruppen sichern den Rückzug. Ist das jetzt die Vergangenheit? Ist das die Zukunft? Funker! Die Legion zieht sich zurück! Ich weiß, dass die verdammte Kontaktperle tot ist! Renn schon los, verdammt nochmal! Das ist kein Gefecht gegen die Galliar mehr. Das ist ein Massaker von unbeschreiblichen Ausmaßen. Galamut ist unser Ende.